Ja, hallo. Dann willkommen zum nächsten Vortrag. Ich klicke mal hier durch. Zu den Einblicken in die Univention Entwicklungswerkstatt. Wer spricht, da ihr mich gerade nicht sehen könnt? Ich habe mal die Kamera ausgeschaltet, um die Bandbreite zu sparen. Mein Name ist Arvid Rekwarte. Ich bin Entwickler bei Univention seit 2007. Mein Hintergrund ist ja eigentlich Physik. Ich habe dann früh angefangen an der Uni ja, mit Unix und Linux-Systemen Administration zu betreiben. Und meine Schwerpunkte bei Univention sind ja vor allen Dingen Backend, insbesondere Samba, Active Directory, OpenLDAP und was dort alles so an Basisdiensten ist. Einmal zu meinem Arbeitgeber. Die Univention GmbH ist seit 2002 Hersteller von Open Source Software. Wir haben Remote-Standorte in Deutschland und in den USA. Unsere Vision ist digitale Souveränität und Unabhängigkeit beim Einsatz von IT zu fördern. Da gehe ich auch im Weiteren dann nochmal drauf ein. Unser Fokus ist Identitäts- und Rechtemanagement, Integration von Anwendungen und deren Bereitstellung über Online-Portale. Unsere Lösungen sind 100% Open Source. Unser Kernprodukt ist der Univention Corporate Server. Das ist ein Server-Management-System, Server-Betriebs- und Management-System. Es bietet ein Identity-Management mit zentralem Benutzer- und Berechtigungsmanagement per Web oder CLI, also Kommandozeile, sprich Verzeichnisdienst, Single Sign-On und so weiter. Gehe ich auch noch im Detail drauf ein. Es ist skalierbar über hunderte von Instanzen und Millionen von Usern. Wir haben ein offenes Konzept für die Integration von Anwendungen über ein App Center und wir bieten Active Directory Funktionen durch Samba slash Active Directory. Hier sind ein paar so eine Slide mit ein paar Logos, was es alles so an Apps in unserem App Center gibt. Zu sehen ist dort zum Beispiel Rocket Chat, Nextcloud, OwnCloud, Jitsi, was wir hier jetzt auch nutzen, Open Exchange und diverse andere Anbindungen auch an Cloud-Lösungen. Genau, das ist ja ein Vortrag über die Entwicklung. Was machen wir eigentlich konkret? Der Univention Corporate Server ist eine Debian-basierte Linux-Distribution. Wir nennen es Enterprise-Server-Betriebssystem. Da stecken zwei Worte drin, nämlich einmal, es ist für Unternehmen gedacht und zum anderen ist es kein Desktop-Betriebssystem, im Unterschied zum Beispiel Ubuntu. Genau, der Name ist deswegen auch ein bisschen sperrig, Univention Corporate Server oder kurz UCS. Wir bieten ein Domänenkonzept, also üblicherweise sind Linux-Rechner und insbesondere Desktops ja erstmal häufig Standalone-Systeme, indem wir domainweit eindeutige Identitäten verwalten. Also zunächst einmal POSIX-Identitäten, wie man sie von Linux-Systemen kennt, und dann darüber hinaus Techniken wie Kerberos und Windows-eigene Identitäten, die durch andere IDs gekennzeichnet sind. Auf diesem Debian laufen verschiedene Domänendienste, und das kennt man ja. Als erster Domänendienst fällt einem DNS ein, der Domain Name Service, dann Network Time Protocol, damit alle Systeme eine möglichst identische Zeit haben. Das beides sind Voraussetzungen, damit Kerberos funktioniert. Damit hat man dann domainweit eine Art Single Sign-On. Dann haben wir ein LDAP, wo die ganzen Benutzerkonten drin stehen, verzeichnet sind in dem Sinne und von dem aus, gegen das sich alle Systeme in der Domäne anmelden können und Authentifizierung durchführen können. Für Windows-Systeme haben wir eben dieses Samba Active Directory.
damit sich auch Windows-Benutzer an Windows-Clients anmelden können gegen unser, also mit ihren Passwort, mit ihren Passworten, deren Hashes bei uns liegen im Verzeichnisdienst. Oder halt eben klassische Dienste wie Files, File- und Print-Services. Wir bieten APIs für das Domain-Management an. Das Ganze ist, wir programmieren sehr viel in Python. Eigentlich, ja, ich würde sagen, 95% dessen, was wir dort tun, sind Python, ist Python-basierter Code. Ich nenne das immer Middleware, weil es quasi vermittelt zwischen dem Frontend und dann dem LDAP-Backend, wo die Identitäten dann tatsächlich gespeichert sind. Genau, diese Middleware, die abstrahiert ein bisschen von LDAP-Details, sodass sich der Administrator gar nicht darum kümmern muss, ob das jetzt ein Verzeichnisdienst, eine SQL-Datenbank oder was auch immer da im Hintergrund ist. Genau, was macht unsere Distribution besonders? Im Unterschied zu anderen Distributionen ist halt der Serverbetrieb, hatte ich eben angesprochen. Das Identity und Access Management steht im Vordergrund und die Active Directory Protokoll Kompatibilität. Wir bieten außerdem die Möglichkeit, ein Active Directory Takeover zu machen, um Microsoft-Domänen ablösen zu können. Also wenn man jetzt als Unternehmen sagt, oh, mir gefällt die Open-Source-Strategie besser als mein alter Microsoft-Server oder mir sind die Lizenzen da zu teuer, dann kann man eben ein Active Directory Takeover machen. Das war mal ein Projekt, ist also ein Projekt mit der CT, mit dem CT-Magazin entstanden. Ich schätze mal so 2011 oder so. Genau, man kann UCS auch als reinen File- und Application-Server nutzen in einer existierenden Microsoft Active Directory-Domäne, indem man dann dort rein joint. Joinen ist so der Begriff für, ich trete der Domäne bei und kann dann die Authentifikationsinfrastruktur nutzen. Ja, nochmal so für kurz zusammengefasst für Techniker, wir haben quasi ein Web-Kommandozeilen, ein Web- oder Kommandozeilen-Interface zu einem Python-Backend, wenn man so möchte. Wir haben die domänenweiten Daten werden primär in OpenLDAP gespeichert. Es gibt eine sternförmige Replikation von LDAP-Daten zu Replika-Servern, die halt dann sozusagen Read-Only-Kopien sind, was das LDAP anbetrifft. Man kann optional die Samba AD-App installieren und hat damit dann eben Active Directory-kompatible Dienste. Wir haben dafür eine bidirektionale Synchronisation mit Active Directory durch Konnektoren geschaffen. Das kann entweder Samba als Active Directory-Implementierung, als Open-Source-Active Directory-Implementierung sein oder eben das native Microsoft Active Directory. Da kommt der Connector auch ursprünglich her. Samba mit Active Directory-Funktionalität gibt es ja auch erst seit 2010. Genau, wir haben weitere Konnektoren für Office 365 zum Beispiel und auch andere Cloud-Dienste. Das werden auch abzusehen einfach auch mehr, weil das halt auch unserer Strategie entspricht, IT möglichst einfach kombinierbar zu machen und den Kunden die Wahl zu lassen, was sie nutzen wollen und wie sie es nutzen wollen. Genau, auf das App Center bin ich eben schon eingegangen. Wir haben mehrere Server-Side-Apps, die von Drittherstellern programmiert werden, OpenExchange als Beispiel, wo wir den Kunden halt auch einfach die Wahl lassen, was ist die richtige Lösung für den jeweiligen Bedarf. So dass man das möglichst einfach ausprobieren kann und die Integration mit dem Identitätsmanagement halt möglichst einfach ist, sodass man sich sofort anmelden kann mit allen Benutzern, die man in seiner Domäne hat.
Genau, was machen wir konkret? Wir entwickeln in erster Linie zwei Produkte. Das eine ist eben dieses UCS, was ich eben angesprochen habe. Das ist das reine Plattformbetriebssystem. Und darüber hinaus haben wir eine quasi differenzierte Variante für Schulträger. Das ist UCS at School, wo es vor allen Dingen ein Rollenkonzept gibt, was ist ein Lehrer, was ist ein Schüler, was ist ein Schuladministrator, was ist überhaupt eine Klasse, also wird zum Beispiel durch Gruppen dann abgebildet, was ist ein Computerraum, nimmt man quasi die Computerkonten in eine Gruppe hinein und kann darüber eben die Berechtigungen für die Rechner in dem Raum kontrollieren und so weiter und so fort. An die Schulstandorte werden beispielsweise dann nur die Schüler repliziert, die Schülerdaten, die halt auch wirklich an der Schule benötigt werden, so dass man dort eben auch datenschutztechnisch ein bisschen besser aufgestellt ist. Wir machen punktuelle Kollaborationen mit Upstream-Projekten, zum Beispiel Debian als Basisbetriebssystem natürlich. Wir arbeiten mit dem Samba-Team zusammen, weil das halt eine unserer Kernkomponenten ist, aber halt auch mit Projekten wie libvirt, KVM und so weiter. Für einige wenige App-Hersteller erstellen wir die Integrationspakete beziehungsweise, moderner gesagt, die Docker-Container, zum Beispiel eben für OpenExchange und Kubano. Das werden halt auch noch mehr Docker-Container in Zukunft, um die Kapselung dort besser zu machen. Was hat uns 2020, 2021 beschäftigt? Gut, da gibt es, unterscheidet man so in der IT zwischen geplanter und ungeplanter Arbeit. Die geplant umgesetzte Arbeit am Produkt war die Umstellung auf Python 3. Da waren wir nicht die schnellsten, aber zum Glück erfolgreich im letzten Sommer, also in diesem Sommer vielmehr, dem vergangenen. Wir haben ein neues Major Release UCS 5.0 veröffentlicht. Und damit halt auch die Debian-Basis aktualisiert, Samba-Kernkomponenten aktualisiert. Ungeplante Arbeit am Produkt kommt aber halt auch immer wieder dazwischen, nämlich in Form von Realität. In diesem Fall war, man erinnert sich, im Q2 von 2020 eben verstärktes Homeschooling angesagt und damit ging halt auch ein verändertes Nutzungsverhalten einher. Von Windows Desktops hin zu Web Access von Mobile Clients aus. Da möchte ich mal ein Beispiel bringen zu dem, wie wir als Entwicklungsabteilung arbeiten. Im Dezember 2020 kam es dann zum Beispiel zu einer Situation, dass man halt einfach wirklich verstärkt Homeschooling über Web-Zugriffe machen wollte bei einigen Schulträgern. Und dann kam es halt zu der Situation, dass das nicht so skalierte, wie man das erwartet hatte bei einem unserer Kunden. Dazu gibt es, muss man wissen, dass es bei Univention die Möglichkeit des Pull-Code-Mechanismus gibt. Das heißt, jeder Mitarbeiter bei Univention hat jederzeit die Möglichkeit, an dieser Strippe zu ziehen. Das war ursprünglich unter dem Namen Andon in einem größeren Kontext von Toyota eingeführt, später auch von Amazon und Netflix übernommen. Damit kann jeder Mitarbeiter jederzeit auf unternehmenskritische Probleme hinweisen. Dann bildet sich bei uns eine Taskforce, ein Taskforce-Team, was dynamisch zusammengestellt wird, um das Problem möglichst zügig zu beheben. Diese Pull-Code-Arbeit hat Priorität vor allem anderen und darf nach Bedarf Ressourcen einbinden. Die Erfahrung der Entwicklung dabei ist, dass das eine extrem fokussierte und effiziente Teamarbeit ist in so einer Phase und eine hohe Motivation auslöst, eine komplexe Situation zusammen mit dem Kunden zu lösen.
Die Pull-Calls werden strukturiert angegangen. Zum Beispiel wird als erstes mal das Kommunikationssetup mit allen Beteiligten aufgestellt, also Kunden und den notwendigen Abteilungen, die involviert sind, was man so Stakeholder nennt. Dann gibt es eine, ja, die Teams strukturieren sich dann mehr oder weniger selbstständig dynamisch. Häufig gibt es dort einen, der die Kommunikation koordiniert und ein bisschen auch Protokoll führt. Was haben wir eigentlich gesagt? Welche Ansätze wurden verfolgt? Was hat sich als erfolgreich, was als Sackgasse erwiesen? Und dann gibt es eben natürlich technische Experten, die sich besonders eben mit Webfrontends auskennen oder die sich mit Load Balancern auskennen und dem Kunden dort gegebenenfalls unter die Arme greifen, um dort Dinge zu optimieren. Die Priorisierung liegt dabei erstmal auf einem Ad-Hoc-Fix, sodass der Kunde möglichst schnell wieder in einen funktionierenden Betrieb kommt. Genau. Der zweite Schritt ist aber eben die Identifikation und Einplanung dauerhafter Verbesserungsmaßnahmen, die man dann im Weiteren, im Nachgang in Angriff nimmt. Genau, hatte ich eben schon angesprochen, für EntwicklerInnen ist das ein sehr erfüllender Arbeitsmodus, weil man sich sehr auf das Problem fokussieren kann und einfach auch am Ende des Tages ein konkretes Ergebnis hat, auf das man stolz sein kann. Okay, wer arbeitet eigentlich bei uns? Das ist zunächst einmal die Kernarbeit am Produkt oder die Arbeit am Kernprodukt. Das sind zum einen festangestellte EntwicklerInnen in den verschiedenen Standorten Bremen, Berlin und Leipzig. Inzwischen kommen auch Standorte im europäischen Ausland mit hinzu. Darüber hinaus haben wir ein Ausbildungsprogramm. Das heißt, wir haben in der Entwicklungsabteilung pro Ausbildungsjahr eine Auszubildende oder einen Auszubildenden. In unserer Schwesterabteilung, dem Professional Service, der sich eher um Kundenprojekte kümmert, ist das ähnlich. Dort werden auch jeweils ein Auszubildender pro Jahr betreut. Und betreut ist einseitig formuliert, weil die Auszubildenden unterstützen uns halt auch direkt tatkräftig und sind einfach direkt in das produktive Geschäft mit integriert, so schnell wie möglich. Auf der anderen Seite haben wir neben der Produktarbeit auch Projektarbeit, was die Entwicklung anbetrifft. Zum Beispiel hat man vielleicht schon mal von dem Phoenix-Projekt gehört, wo hauptsächlich dann Festangestellte mit Kernprodukt-Background eingesetzt werden, um sozusagen dort zu wissen, auf welcher Plattform denn eigentlich eine neue Projektkomponente entwickelt werden kann, sodass halt auch die Architektur stimmt, damit man das irgendwann im weiteren Verlauf dann halt in das Kernprodukt wieder integrieren kann. Darüber hinaus arbeiten wir mit Freelancern zusammen, die uns spezielles Know-how einbringen und natürlich auch das Team einfach breiter machen und uns auch wertvolle Inputs geben, uns über unseren eigenen Entwicklungskontext hinaus frisch zu machen. Wie arbeiten wir als Entwicklungsabteilung? In Form von Teams, das ist jetzt wahrscheinlich nichts Neues. Wir nutzen Kanban zum Tracking von Aufgaben. Zwischenzeitlich haben wir 2 Jahre Scrum verwendet. Vorher haben wir Kanban gemacht, so eine Art Kanban Lite, dann haben wir Scrum gemacht. Jetzt sind wir wieder auf Kanban zurückgeschwenkt mit Scrum-Elementen. Das liegt in der quasi Verantwortung der EntwicklerInnen, den für sie optimalen Entwicklungsmodus zu haben. Dabei gibt es natürlich Herausforderungen. Eine der Herausforderungen, die ich hier nennen möchte, ist die Breite versus die Tiefe des Wissens von Mitarbeitern.
Dort hat man vielleicht schon mal von dem Begriff T-Shaped Developer gehört, also das T oben breit und dann geht es aber halt punktuell in die Tiefe. Das heißt, jeder Entwickler, jede Entwicklerin hat einen unterschiedlichen Know-how-Schwerpunkt. Und im Team ist es dann wichtig, nicht immer in dem Modus hängen zu bleiben, dass man immer die Aufgaben demjenigen gibt, der schon das meiste Know-how hat, sondern in einem Bereich, sondern dann halt auch Wissenstransfer durchzuführen. Darüber hinaus ist ein interessanter Aspekt die Frage der Teamtopologien. Also ab welcher Größe splitte ich zum Beispiel Teams? Wir sind ein wachsendes Unternehmen. Ja, ist dann halt einfach die Frage, ab wann ist die Kommunikation noch effizient? Wenn man Meetings hat, wo einfach 15 Leute sind und zwei unterhalten sich und 13 langweilen sich, das ist halt auch ineffizient. Genau, wie arbeiten wir über Priorisierung und Koordination über GitLab-Epics und Issue-Boards? Wir setzen primär seit einiger Zeit auf GitLab, um halt die Arbeit mit unseren Git-Repositories möglichst transparent und ja, einfach zu machen, aber halt auch die Planung. Klassisch machen wir unser Bug-Tracking öffentlich über Bugzilla. Das heißt, unser Bugzilla kann jeder mitlesen, was dort passiert. Darüber wird auch nach dem Vier-Augen-Prinzip entwickelt. Das heißt, wenn eine Task zur Bearbeitung übernommen wird, trägt sich der Implementierende als Assignee an den Bug ein und bestimmt jemanden zur Quality Insurance nach dem Vier-Augen-Prinzip. Ich sagte eben, wir machen Kanban mit Scrum-Elementen. Das heißt, wir machen Dailies. Das ist bei dynamischen Homeoffice-Arbeitssituationen sehr angenehm, halt einen fixen Tag pro Tag zu einen fixen ein fixes Datum pro Tag zu haben, wo man sich kurz absprechen kann. Wie sind die Tests gelaufen letzte Nacht? Was gab es für Probleme? Wo hängt irgendjemand? Wo braucht jemand Unterstützung? Oder auch, welche neue Aufgabe wird jetzt angefangen, weil jemand einfach fertig ist mit dem, was er bis jetzt getan hat. Wir machen zweiwöchentliche Reviews auch. Das ist ja auch ein Scrum-Element, in denen die Entwicklungsabteilung beziehungsweise einzelne eben Highlights der Ergebnisse der letzten 2 Wochen präsentieren, damit der Rest des Unternehmens halt auch mitbekommt, was machen wir dort eigentlich in unserem Werkzeug, in unserem Werkraum, in unserer Werkstatt. Genau, ein drittes Scrum-Element sind die Team-Retrospektiven. Die finden auch zweiwöchentlich statt, um halt ja, Probleme im Team ansprechen zu können, Herausforderungen, Dinge zu klären, die sozusagen eher auf dem zwischenmenschlichen oder Meta-Bereich sind, was die Koordination zum Beispiel in den Boards anbetrifft, die Labels und so weiter und so fort. Okay, ich hatte gesagt, wir machen Open Source Software. Da muss ich vielleicht bei diesem Publikum nicht sonderlich, die laufe ich wahrscheinlich offene Türen ein. Das heißt, ich muss hier im Detail vielleicht nicht drauf eingehen. Die Vorteile von Open Source sind ein bisschen bekannt. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, sowas auch immer wieder im Konkreten zu kommunizieren. Was ist das überhaupt und was ist der Vorteil davon? Insbesondere schafft Open Source digitale Souveränität. Das ist ein Begriff, den wir jetzt auch seit ein paar Jahren verfolgen als Firma und auch in der Community der ja, gleichgesinnten Unternehmen. Das bedeutet Kontrolle und Hoheit über die eigenen Daten und Prozesse, Unabhängigkeit durch Wahlfreiheit und Wechselmöglichkeit des Anbieters, Sicherheit und Vertrauen durch Transparenz und Überprüfbarkeit,
wirtschaftliche Prosperität dank Innovation und Wettbewerb durch Zugang zu den Daten, Interoperabilität durch offene Standards und Schnittstellen, Resilienz und Flexibilität durch unabhängige verteilte Systeme und Aufbau von Know-how über Informationstechnologien. Und die Grundbedingung für digitale Souveränität ist eben Open Source. Open Source ist quasi das Mittel dafür, digitale Souveränität oder ein Mittel, um digitale Souveränität zu ermöglichen. Univention hat sich dieses offen auch als Unternehmen auf die Fahnen geschrieben. Be Open ist unser Claim und das zeichnet sich dann auch in der Unternehmenskultur, indem wir gewisse Werte hier auch hoch, also sehr hoch bewerten. Transparenz, Integrität, persönliche Weiterentwicklung, Respekt, diverse Fähigkeiten einzubinden und persönliche Geschichten und Verantwortung zu übernehmen. Stichwort Verantwortung, kann ich vielleicht mal ein Beispiel bringen. Bei Univention gibt es das Prinzip des Informed Captain. Jeder Mitarbeiter kann sich zu einem Informed Captain für ein Thema oder eine Initiative erklären. Zum Beispiel ein aktuelles Thema ist die Weiterentwicklung der Softwarearchitektur durch die Entwicklungsabteilung über, wir haben es mal RFC-Epics genannt, also Request for Comment, dieses Wort kennt man ja, um hier Architektur auch aus der Entwicklung voranzutreiben und nicht nur rein feature-driven zu arbeiten. Genau. Der Informed Captain oder die Informed Captain, ich weiß gar nicht, wie man dort den weiblichen Ausdruck sagen würde, treibt in eigenem Interesse das Thema voran, informiert alle Stakeholder und holt deren Input, bereitet eine Entscheidung vor und gibt Vetomöglichkeit zu dieser Entscheidung, zu dem Vorschlag und treibt dann die Umsetzung voran. Er oder sie muss das auch gar nicht selber tun, diese Umsetzung, aber halt sozusagen dann nachfragen, die richtigen Leute ansprechen und so weiter und so fort. Das gibt ein hohes Maß quasi an Mitbestimmung halt auch für die EntwicklerInnen. Wo arbeiten wir? Naja, surprise, größtenteils im Homeoffice inzwischen. Das haben wir auch schon vor der C-Situation gemacht, aber natürlich hat sich das seit 2020 Q2 nochmal radikal verstärkt. Unsere Dailies finden immer über auch Open-Source-Lösungen statt, Big Blue Button und Jitsi primär. Wir haben eine schnelle Kommunikation über Rocket Chat, also quasi, man könnte sagen, als Slack-Variante. Und wir nutzen asynchrones Arbeiten eben über Merge-Requests und GitLab-Kommentare, weil unterschiedliche Entwickler halt unterschiedliche Biorhythmen haben und wann sie am liebsten arbeiten. Die Dailies halten das, wie gesagt, zusammen. Währenddessen wurde unser Bremer Büro umstrukturiert, sozusagen on the fly. Da kam die Homeoffice-Situation uns natürlich zugute. Da wurden viel Ethernet-Kabel verlegt und Stromkabel. Neue Stockwerke wurden bezogen, alte wurden aufgegeben. Um ein dynamischeres Konzept für eine neue hybride Arbeitssituation zu schaffen. Was treibt unsere Entwicklung voran? Ich hatte eben schon kurz das Wort Feature-Driven erwähnt. Wir kriegen natürlich Feature-Requests aus Kundenprojekten. Ich hatte eben unsere Abteilung Professional Service benannt, also nicht zu verwechseln mit Support-Abteilung, sondern eben professionelle Dienstleistungen machen sie. Das ist eine separate Schwesterabteilung von der Entwicklung, die sich darum kümmert, um eben diese Kundenprojekte und dann bei Bedarf Entwicklungsressourcen abruft.
zum Beispiel um Konzeption für eine Anpassung zu machen, um Zeitabschätzungen zu machen, wie viel braucht man dafür, macht es Sinn, dieses Feature tatsächlich dann ins Produkt zu übernehmen, oder aber ist es so spezifisch, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie eher ein sehr spezielles Feature, was man beim Kunden lassen sollte und für ihn pflegen. Dementsprechend muss man das natürlich dann auch unterschiedlich einpreisen. Genau, wir sind getrieben auch durch externe Release- und Maintenance-Zyklen. Externe Projekte machen auch Major Releases und zum Beispiel Debian kennt man ja, inzwischen Debian 11 oder halt das Samba. Ich nehme mal diese beiden häufig hier als Beispiel. Und als dritten Punkt, was die Entwicklung vorantreibt, ist, würde ich sagen, unsere Produktvision. Das heißt, zum Beispiel ist im Moment auf der Agenda die weitere Modularisierung unserer Dienste, also die auf der Betriebssystembasis angeboten werden, durch Microservices, also Container sozusagen. Genau, wir wollen das Webportal weiter ausbauen und auch anpassbarer machen durch Kunden, also leichter anpassbar machen. Das anpassbar ist es schon, aber da gibt es natürlich immer Luft nach oben, was Usability und Einfachheit anbetrifft. Das ist zumindest meine persönliche Einschätzung, dass wir den Bereich von Single Sign-On Federation in Zukunft weiter ausbauen werden, um eben Dinge leichter kombinierbar zu machen. Daraus ergibt sich natürlich ein Rhythmus, ein Entwicklungsrhythmus. Der fängt an beim täglichen Fixen von Bugs und Implementierung von Features. Das ist ziemlich offensichtlich. Dann importieren wir Security-Updates. Da kommen ja wöchentlich auch neue Dinge zutage. Und wir importieren dementsprechend Security-Updates von Upstream oder ziehen Patches von Upstream und bauen die dann ein. Das setzt natürlich voraus, dass man das auch mitbekommt, dass dort in der äußeren Welt irgendetwas passiert ist. Das heißt, es ist ein kontinuierliches Security Monitoring hier implementiert. Daraus ergeben sich dann wöchentliche Errata-Releases. Wir releasen unsere Errata-Releases meistens am Mittwoch, wenn die Jenkins-Tests, die CI-Tests in der Nacht davor auch wirklich gut aussahen. Sonst verschiebt es sich möglicherweise mal um einen Tag, aber das ist so der übliche Rhythmus. Wir bündeln diese Errata-Releases regelmäßig zu, sollte man ehrlicherweise sagen, unregelmäßig zu Patch-Level-Releases. Das ist so im lockeren Rhythmus zwischen Quartals- und Halbjahresweise, würde ich sagen. Das hat einfach den Sinn, dass wenn man ein System neu installiert, dass man dann nicht erst längere Zeit warten muss, bis alle quasi Security-Fixes dann wieder eingespielt sind, sondern dass man einfach direkt mit einem sicheren System startet. Und wir arbeiten natürlich am nächsten Minor- oder Major-Release. Also Minor wäre quasi 5.1 dann, was käme. Und das setzt voraus, dass wir von den Upstream-Beiträgen, und zwar den stabilen Upstream-Beiträgen, uns Pakete herausschneiden, die wir haben wollen. Also quasi zu einem günstigen Zeitpunkt uns ein neues Debian-Release ziehen und dementsprechend auch unsere Planung für das nächste Major-Release gut timen. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Bei Debian 11 zum Beispiel war es jetzt ein bisschen unglücklich, weil unser UCS5 in einem ähnlichen Zeitpunkt rausgekommen ist wie das Debian 11. Jetzt ist UCS5 noch auf Debian 10. Das heißt, wir haben dort halt auch einen Handlungsdruck, dort nachzuziehen.
um dann in OCS 5.1 Debian 11 mit einzubauen. Wir planen natürlich bei Major und Minor Releases API-Changes mit ein. Das heißt, wir deprecaten alte APIs, die wir durch neuere ersetzt haben, wo wir Dinge verbessert haben und müssen dementsprechend natürlich, damit die Kunden dann nicht quasi ins Leere greifen mit ihren Zugriffen oder an der falschen Stelle nachschauen, müssen wir das natürlich vorplanen. Man kann ja nicht einfach ja, Schnittstellen abkündigen, sondern also das muss man halt rechtzeitig tun und für Kompatibilität sorgen oder für eine möglichst einfache Migration. Und Major, Minor Releases bieten natürlich auch immer die Möglichkeit, strategische Architekturänderungen vorzunehmen. Wie zum Beispiel eben der Schritt, einen Service in einen Microservice umzuwandeln. Genau, dabei sind wir im Spannungsfeld zwischen Innovation und Stabilität. Enterprise-Kunden legen extrem viel Wert auf Stabilität und langfristige Planbarkeit. Und wer sich schon mit Organisationen beschäftigt hat, große Organisationen haben eine gewisse Trägheit bei der Umsetzung von Projekten, wie zum Beispiel auch schon bei Release-Updates, dabei Release-Updates einzuspielen. Das heißt, Long-Term-Support ist hier gefragt, insbesondere auch im Security-Bereich. Und das bindet natürlich Entwicklungsressourcen, weil wir Dinge backporten müssen und auf Kompatibilität dort achten müssen. Die Herausforderung in der Strategie ist dann, hatte ich eben schon gesagt, die Entwicklungsschritte zum günstigsten Zeitpunkt zu tun. Das ist immer auch viel miteinander kommunizieren und Meinungen austauschen und Abschätzungen, wie die Lage ist, wie sich die Technik weiterentwickelt, wann wer was macht. Und auf der anderen Seite Technical Debt zu kontrollieren und gezielt dann halt auch abzuarbeiten. Als Entwickler sieht man halt einfach, wo Dinge rostig werden und ein Feature, ein schöner neuer Außenspiegel ist natürlich gegebenenfalls häufig interessanter, auch in der Kommunikation, als an irgendeiner Stelle eine rostige Stelle mal strukturell zu verbessern. Handwerklich importieren wir die meisten Upstream Debian-Pakete. Wir haben nächtliche Integrationstests, die uns den Rücken frei von Regressions halten. Manche Upstream-Pakete bauen wir auch aus Quellcode selbst, zum Beispiel um über Patches spezifische Erweiterungen einzubauen. Wir upstreamen diese Patches nach Möglichkeit, damit sie allen zugute kommen. Und muss man fairerweise natürlich auch sagen, wir sicherer gehen, dass diese Patches auch in Zukunft noch applyen, ja, und auch in den Mainstream Upstream Branch dann halt auch einfließen. Wo das nicht möglich ist, müssen wir halt diese Patches selber maintainen. Es gibt halt spezifische Dinge, die wie ich eben schon gesagt habe, die nur wir brauchen und die für andere ein unattraktiver Ballast sind. Zentrale Softwarepakete paketieren wir selbst, um näher an der Weiterentwicklung der Quelle zu sein. Wie ich eben schon sagte, mit Debian sozusagen auf den Rhythmus einzugehen, ist halt immer auch ein größeres Unterfangen. Manchmal ist es einfach schlauer, sich dann die interessanten Softwarepakete, wie zum Beispiel OpenLDAP oder Samba, die wir im Kern brauchen, dann direkt selber zu paketieren und dort näher an der Weiterentwicklung der Upstream-Quelle zu sein, ohne die Zwischen-Maintainer dort zu haben.
Ja, genau, die Eigenentwicklung, wenn wir Python-Code zum Beispiel schreiben, wir machen halt viele Integrationspakete, unsere Middleware entwickeln wir wie üblich halt über Git-Branches und Merge-Requests. Als Praxisbeispiel kann ich vielleicht mal das aktuelle Samba Security Update erwähnen. Univention wird vom Samba-Team im Rahmen der Responsible Disclosure üblicherweise 2 Wochen vor einem Security-Update informiert. Also wenn die Patches quasi noch unter Embargo sind. Bei dem November 2021 Patch Tuesday war diese Vorwarnung ein bisschen kürzer und der Code war auch einfach noch nicht so schnell. Der Patchcode war noch nicht in finaler Version so schnell verfügbar wegen der Koordination mit Microsoft, weil auch sie im Bereich Kerberos Probleme hatten, die vom Samba-Team quasi identifiziert worden waren, insbesondere in Person von Andrew Bartlett. Hier hat Univention frühzeitig auch finanzielle Unterstützung geleistet, um diese Entwicklungsarbeit mit voranzuschieben. Und ja, wir ziehen dann eben diese Upstream-Patches, die in diesem Falle sehr umfangreich waren, und backporten sie, wo es notwendig ist, um halt auch unsere unter Maintenance befindlichen Releases mit diesen Security-Updates soweit möglich zu versorgen. Wir geben nach Upstream dann Feedback über Regressions aus unseren CI-Tests und so beteiligen sich letztendlich alle beteiligten Firmen und Projekte nach ihren Fähigkeiten und bringen ihre Kundenerfahrungen ein. Und so werden Regressions für Kunden dann frühzeitig behoben. Und dieser Claim, be open, äußert sich auch darin, dass wir unsere Entwicklungsarbeit nach außen hin spiegeln. Also unser internes GitLab wird nach außen, zum Beispiel nach GitHub, gemirrored. Wir profitieren dann eben auch von externem Feedback, ganz ja, konventionell über das Forum auf helpunivention.de, teilweise auch über Bug Reports, über Bugzilla oder über Merge Requests von GitHub aus. Wir releasen unsere Docker-Images auf GitHub, auf Docker Hub und Kay, sodass auch dort transparent ist, was wir machen. Ja, wir haben verschiedene Open-Source-Community-Kooperationen. Zum Beispiel arbeiten wir als Teil des, als ein, ja, mit, wir leisten Unterstützung für das Sovereign Cloud Stack Team oder Projekt, was Teil der Gaia-X-Initiative ist. Dort bringen wir unser Identity und Access Management Know-how ein und ja, tragen zur Teamkooperation dabei, um die verschiedenen Teilnehmer ein bisschen zu koordinieren und ja, zu diskutieren, wo wir hinwollen zusammen. Ja, hatte ich eben schon gesagt, wir veröffentlichen unsere Container auf Docker Hub und Kay. Da kam zum Beispiel die Initiative eines freien Kontributors aus Schweden uns zugute, der sich unseren ja, ganz rudimentären Docker-Container, so VM-Style-Container, nicht Cloud-Native, angeschaut hatte und gesagt hat, oh, da fehlt ja IPv6-Unterstützung. Da stand ein Kommentar, to do, dann mache ich das doch mal. Und hat einfach diesen Appliance-Container von Grund auf neu gemacht. Und ja, wir haben ihn dann halt begleitet, damit das zielführend ist, was er dort tut. Und ja, wir haben gegenseitig da voneinander profitiert und gelernt. Und es war eine ja, sehr, sehr angenehme Zusammenarbeit. Ja, hatte ich eben schon gesagt, wir unterstützen Security im Upstream-Bereich in Richtung Debian Long-Term Support und auch Samba Security. Und ja, ich habe das mal mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen geschlossen, diese Folie, weil da ist sicherlich noch mehr zu nennen, mir fiel mehr spontan nicht ein.
Ja, damit ist das, glaube ich, eine Punktladung geworden. Ich bin vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf Fragen aus dem Publikum und ja, übergebe damit wieder an die Moderation.